Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Aber was interessant ist, ist, dass das rote Telefon, dass ich das highlighten kann. Bestimmt können wir irgendwann auch mit der Parteispitze telefonieren. Ich denke auch. Ich würde jetzt, weil wir so am Experimentieren sind, ich würde jetzt einfach auch mal auf das rote Telefon klicken. Wir können ja auch... Mhm. Ja? Oh. Oh. Entschuldigung, ich habe mich verwählt, glaube ich, oder? Sekretariat des Gebietskomitees, guten Tag, sprechen Sie bitte. Und ich habe die Möglichkeit, guten Tag, hier ist das Stadtkomitee von 1 in 1. Wir benötigen eine außerplanmäßige Erweiterung der Finanzen. Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Brauchen wir gerade nicht. Ja, Entschuldigung, ich habe mich verwählt. Aber gut, wir können direkt nach Finanzen fragen. Bemühen Sie sich. Keine Fehler mehr zu machen. Auf Wiederhören. Ich dachte, wir kriegen Rayen darüber oder so, hätte ich jetzt gedacht. Okay, wir sind bei den Beschwerdedepeschen, würde ich sagen, ne? Mhm. Uiuiuiui, das sind ein paar. Also, an den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Genosse Stadtoberhaupt, ich melde Gefahrencode Gelb. Die kapitalistischen Schergen von Kintra haben sich tatsächlich im Herzen unserer ruhmreichen kommunensozialistischen Stadt eingenistet. Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. Ich konnte herausfinden, dass die Lakaien des Kapitals heimlich planen, eine Bombe in das nach dem großen Revolutionär Klaus Wolfram benannten Werkes zu bringen. Aber unser Werk ernährt nicht nur eine ganze Stadt, sondern ist auch ein unglaublich wichtiges strategisches Objekt für die gesamte GOVK. Nachdem mir verfügbaren Informationen planen die Konterrevolutionäre morgen um Punkt 2 Uhr nachts auf das Werksgelände vorzudringen. Wir müssen Sie um jeden Preis aufhalten, Genosse River. Ich glaube an Sie, Ihr Genosse Elvin Madstain. Das sind mir viel zu viele Ausrufezeichen. Ja. Sabotage im Werk. Die Terroristen müssen sofort abgefangen werden. 1000. Wer hat den Brief gebracht? Ich glaube, Alvin Madstain haben wir schon mal. Der war mit den... er hatte letztes Mal, war er mit dem Brief dabei, mit den unbekannten fliegenden Kapitalisten. Oh, stimmt. Ja, außer dass er sagt, dass da irgendwer was plant... Ich meine, wir haben ja irgendwie eigene Geheimdienstabteilungen und die wissen es nicht. Und die warnen uns nicht und die tun nichts dagegen. Ja, eigentlich, ja, genau. Eigentlich haben wir gesagt, wir wollen keine Briefe mehr von dem. Aber jetzt möchte ich wirklich wissen, wer uns diesen Brief gebracht hat. Und Freddy Nato sagt es auch gerade. Ich dachte, von dem gibt es keine Briefe mehr. Ja, das augenscheinlich nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, wer hat den Brief gebracht, ist tatsächlich eine interessante Sache, die mich auch interessiert. Zu viele Ausrufungszeichen. Also, wer hat den Brief gebracht, Romy? Ja. Die Bombe erwies sich als eine große Partie von Teilen für die neue Gießereianlage. Gut, dass niemand aufgrund der blödsinnigen Beschwerde des Genossen Madstain zu Schaden gekommen ist. Aber... Wie landen seine Briefe auf ihrem Tisch? Ja, das will ich gerne wissen. Erzählt es uns irgendwann, wenn ihr es rausgefunden habt. Ja. Okay. Nächste. Eine Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Ich möchte meine Beschwerde damit beginnen, dass ich nun schon fast 70 Jahre in Eisen 1 wohne, seit meiner Geburt. Im Unterschied zu Ihnen, Genosse River, habe ich Lebensmittelmarken und echten Hunger erlebt, als man kein Brot mehr in die Stadt brachte. Aber es war niemals so schlecht wie jetzt. Denken Sie mal darüber nach. Ich komme in die Brotabteilung und sehe in den Regalen verschimmeltes Brot. Ich gehe in die Fleischabteilung, das Fleisch ist vergammelt, fast schon von Maden angefressen. Unser leidgeprüftes Volk ernährt sich von den Resten der Tische der Bonzen, die das Land ausplündern. Sie sind doch ein Verteidiger der Werktätigen, ein Diener des Volkes?
dann verteidigen Sie das Volk auch, Genosse River. Tun Sie, was Sie tun müssen. Hochachtungsvoll, Genosse Charles Martin. Also na klar kann man die Frage stellen, einerseits steht es wirklich so schlecht und man kann auf der anderen Seite auch feststellen, dass es ganz schön nach Übertreibung klingt. Ja. Allerdings, warum nicht? Also wir wissen ja, dass die Versorgungslage schlecht ist. Ja. Und insofern würde ich vermuten, dass wenn wir hier jetzt sagen, das muss überprüft werden, dass es einerseits unser Ansehen bei unserer Bevölkerung steigert, ja. Auf der anderen Seite, die 2000 haben wir auch noch. Ja. Und wenn wir dann wiederum neue Probleme bekommen, die wir lösen müssen in dem Bereich, dann ist auch so. Ja, ich bin auch hier, dass für 2000 würde ich das tatsächlich mal überprüfen. Ja, das ist ein guter, das ist ein sehr guter Punkt von Horst hier im Chat. Wenn es einen Versorgungsnotstand gäbe, würde nichts im Regal vergammeln. Mm. Also vom Prinzip schon, aber da müsste halt das Angebot und die Nachfrage exakt deckungsgleich sein. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob dem so ist. Ja. Das ist aber eine Perspektive, die mich jetzt nochmal kurz innehalten lässt. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier nur sehr wenig weiteres Geld ausgeben müssen bei den restlichen, das sind noch ein paar, würde ich die 2000 investieren. Wenn wir noch mehr Ausgaben haben, würde ich nochmal darüber mit dir diskutieren wollen, aber ich würde erstmal weitergehen, weil ich denke nicht, ich bin hierauf auch neugierig, aber ich glaube, es ist nicht super kriegsentscheidend und 2000 sind 2000, wir haben 21.000. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, wir machen weiter und gucken die am Schluss nochmal nach. Im Grundsatz ja. Ich wollte nur noch anmerken, dass wir auch nicht wissen, warum das Brot verschimmelt ist und das Fleisch vergammelt. Das kann auch an den Lieferwegen zwischen den Kommunen liegen. Dass das einfach nicht so richtig gut im Einklang ist. Also so richtig wissen wir es nicht. Kann aber mit dem Vorschlag zu sagen, komm, lass uns das erstmal zur Seite stellen und schauen, was noch so bei uns auf dem Schreibtisch liegt, den kann ich völlig nachvollziehen. Gut, cool. Ja, dann machen wir das doch. An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Ihnen einen flammenden sozialistischen Gruß, Genosse River. Ich wünsche Ihnen Erfolg bei der Leitung unserer Stadt und drücke meine feste Überzeugung bezüglich des Erfolges der Reformen des neuen Kurses aus. Bei mir ist ein kleines, aber drängendes Problem entstanden. Als ehemaliger Soldat steht mir eine Zulage zur Rente zu und in den letzten Jahren habe ich diese anstandslos erhalten. Nun sagte man mir in unserer Rentenkasse, dass ich nicht in der Liste der Soldaten AD stehe und kein Recht habe, die Zusage zu bekommen. Ich vermute, dass dies mit der kürzlichen Senkung der Ausgaben für die Streitkräfte verbunden ist. Bitte kümmern Sie sich darum. Ich habe nicht unsere Gemeinschaft gedient, um im Alter betrogen zu werden. Hochachtungsvoll, Genosse Stefan Engel. Das eine ist die Ausgaben zu senken und das andere ist, Leute von der Liste zu streichen. Ja. Also na klar, man kann halt so auch seine Statistik wiederum sauber halten und damit fällt es dann nicht dem Gros vielleicht nicht auf, dass es für ein paar Leute weniger geworden ist, aber jetzt wissen wir es ja. Und so ein frustrierter Soldat ist halt auch nicht so gut. Nee. Und viele frustrierte Soldaten sind auch nicht so gut. Genau, auch wenn er pensioniert ist. Er ist ein überzeugter Parteisoldat auch. Ja, ich würde die Sache gerne der Miliz übergeben. Alles klar, bin ich auch voll dabei. Sie haben entschieden, dass Sie auf einen sehr ernsthaften Verstoß getroffen sind und sorgen dafür, dass sich die AES der Sache annimmt. Vielleicht dauert das einige Zeit, aber früher oder später müssen die Jungs von Chester das alles aufklären. Okay. Alles klar. An den Leiter der Stadt... Achso, Entschuldigung. Wir sind... Alles gut, aber auch dieser Nachsatz jetzt wieder. Es werden die Jungs von Chester und so...
Das klingt schon so ein bisschen, als gäbe es an unterschiedlichen Stellen in unserer Stadt, egal ob das jetzt die Versorgung betrifft. Vielen Dank übrigens, Röthor, für den Hinweis, Abschöpfung der guten Waren durch die, in Anführungszeichen, Bonzen. Mhm. Es gibt scheinbar eine Clique von Leuten, die Waren oder Geld abschöpft. An unterschiedlichen ja. Stellen, egal ob aus dem Gesundheitssystem oder möglicherweise auch aus dem Lebensmittel, aus der Lebensmittelversorgung. Und wenn das jetzt auch noch auf die Miliz zutrifft, wird es interessanter. Mhm. So, und jetzt wird's wieder interessant. Eine Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Guten Tag, Genosse River. Herbst ist die Zeit, in der der Mensch eine geschwächte Immunität hat. Gegenwärtig bereiten wir uns auf einen saisonalen Anstieg der Zahl von Patienten mit Erkältungen und Grippe vor. Das ist natürlich kein Problem bei Verfügbarkeit der notwendigen Heilmittel. Allerdings wurde dies aus irgendeinem Grund bislang nicht geliefert, obwohl die nächste Partie von Medikamenten schon vor einigen Tagen in der Stadt eintreffen sollte. Ich bitte, aus diesem Anlass eine Anfrage an das Gebietszentrum zu stellen. Hochachtungsvoll, Karl Becker, Chefarzt des 1. Städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Ja, ich finde, das könnte man tatsächlich mal machen. Also es ist ja nur die Frage, ob die Medikamente unterwegs sind oder was denn da gerade der Stand der Dinge ist. Ja, genau. Das ist eigentlich, also sonst bin ich bei Beckett immer noch mal lesen. Ja, aber er hat nicht alle notwendigen Heilmittel erhalten. Und an der Stelle möchte ich das Gebiet nicht, das ist eine Bürokratiemaschine, mir wird von einem Untergebenen etwas gemeldet, also gebe ich das weiter. Also da bin ich denke ich nicht, dass ich das Gebietskomitee nerve. Deswegen, ja, das scheint verdächtig, das muss sofort aufgeklärt werden. Ja, und das sucht euch eure Medikamente selber, funktioniert auch in diesem Konstrukt nicht. Genau. Sie haben eine Anfrage an das Gebietskomitee geschickt. Bald stellte sich heraus, dass eine ganze Partie von Medikamenten abhandengekommen ist. Die Ermittlung hat bereits begonnen und sie haben ein Dankschreiben für die Wachsamkeit bekommen, aber das Krankenhaus hat die notwendigen Präparate dennoch nicht erhalten. Ja. Mir ist doch schön, dass Sie uns danken. Ja, auf jeden Fall. Das ist super. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, zu Zwecken der Steigerung der Einsatzbereitschaft von Eisen 1, bei Notfällen schlage ich vor, umfangreiche, außerplanmäßige Übungen zur Evakuierung von Gebäuden aller städtischen Behörden durchzuführen. Ich verstehe, dass das den Menschen nicht besonders gefallen wird und sich auch auf die Arbeit der Einrichtungen auswirkt. Dennoch halte ich es für nötig, dieses Opfer zu bringen. Wir wissen beide, dass niemand die Evakuierungspläne liest und zu einem bestimmten Zeitpunkt kann dies zu einem wesentlich höheren Preis führen als das für die Übungen ausgegebene Geld. Ich hoffe auch Ihr Verständnis, ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. Hochachtungsvoll, Oberstleutnant Sylvester Bayer, Vorsitzender des Brandschutzkomitees von Eisen 1. Und als nächstes möchte er die ganze Stadt evakuieren. Ich denke, es wird wirklich für alle nützlich sein. Ja. Also ich glaube auch, Übung kann helfen. Es ist so wichtig, nochmal aus meiner Zeit bei Feuerwehr und Hilfsorganisationen. Es ist der absolute Albtraum. Also wenn du da so Sachen hast, also ich hatte das in Übungen tatsächlich auch mal, wo halt ganz regelmäßig ein Alarm geübt wurde in einer Einrichtung und da sind dann halt, ja, wir haben so oft Fehlalarm und ein paar Leute sind drin geblieben und das ist der absolute Albtraum. Also, ja, ich denke wirklich, dass es für alle nützlich sein wird. In meiner Stadt wurde heute auch in einem Stadtteil großflächig evakuiert, weil irgendeine Bombe gefunden worden ist, mal wieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann natürlich auch die Frage, wie schafft man das eigentlich, dieses sowieso schon herausforderndere Prozedere mit einer Pandemie zusammenzubringen? Weil irgendwie es eine Turnhalle gibt als zentralen Ort und wie wird das jetzt eigentlich gerade alles gemanagt? Ich habe da wirklich höchsten Respekt vor den Leuten, die das koordinieren können. Und ich glaube,
immer noch, dass Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, um mal wieder was fürs Phrasenschwein zu bringen. Und deswegen auch, ja. Ja, sofort, das ist mir die 1000 wert. So. Sie haben die Durchführung der Übung genehmigt. Die städtischen Einrichtungen werden einige Zeit geschlossen sein, was einige Unannehmlichkeiten in der Stadt hervorrufen wird. Aber die Sicherheit der Menschen sollte es das wert sein. Ja, das finde ich auch. Bergleutebezirk, Genosse River. Wie Sie wissen, befindet sich eine Militäreinheit in der Nähe der Stadt. Ich möchte nichts Schlechtes über die Genossen Winterstein sagen, aber seine Untergebenen haben uns mehrfach Probleme bereitet. Bislang waren dies auf unerlaubtes Entfernen von der Truppe und betrunkene Schlägereien beschränkt. Aber wer weiß, was den bewaffneten jungen Menschen noch in den Sinn kommen kann. Deshalb schlage ich vor, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und eine zusätzliche Bestreifung der Stadt und seiner Umgebung durch Einheiten freiwilliger Helfer der Miliz zu organisieren. Patrouillierende Freiwillige werden flüchtige Soldaten einfangen, bevor diese sich zu sehr betrinken. Natürlich brauche ich ihre Genehmigung und Mittel für die Organisation der Einheiten. Hochachtungsvoll, Oberst John Chester, Leiter der AIS für die Stadt Eisen 1. Hallo? Ich habe ihm zugestimmt bis zum Anfang. Deshalb schlage ich vor. Und dann hat er seinen Vorschlag gebracht und ich dachte mir so, nee. Er nicht baut... Freiwillige... Ja. Och. Das ist Bürgerwehr, organisiert von der Polizei durch Nichtkräfte der Polizei, die Soldaten einfangen sollen... Ich auch in einem totalitären System hat das Militär doch hoffentlich ihre eigenen Polizeikräfte, die sich genau um solche Sachen kümmern. Also insofern, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass es keine gute Idee ist. Oder? Es ist überhaupt keine gute Idee. Es ist überhaupt keine gute Idee. Wir machen es ja auch nicht. Wir müssen es ja auch nicht machen, weil wir haben ja noch zwei andere Optionen. Wir haben noch die Option zu sagen, es geht ein bisschen an. Ja. Soll sich da wer anders gut kümmern? Was wahrscheinlich den Konflikt mit John Chester und damit der ganzen Familie noch eher befördern würde. Wir könnten jetzt auch die Variante 2 nehmen, zu sagen... Wir stellen einfach ein paar zusätzliche Posten auf und gut ist. Dann sind das irgendwie keine patrouillierenden Freiwillige, sondern das sind Leute, die an den Zufahrtsstraßen stehen und auch nur ein paar wenige. Dann sind wir ihm ein Stück weit entgegengekommen, aber eigentlich denke ich die ganze Zeit Nummer 3. Ich denke auch Nummer 3, weil ich glaube, wir zwei vernünftiger. Nee, weil ich, also... auch tatsächlich auf der Basis von Informationen, die wir haben. Ich denke nicht, dass wir die Familie Chester noch mehr gegen uns aufbringen können als eh schon. Weil wir haben zu ihm nö gesagt, wir haben zu dem Direktor nö gesagt. Sie kommen, sie beißen bei uns auf Granit. Und wenn wir ihm jetzt sagen, so, sag mal, wir halten uns aus... Also, es ist ein bisschen blöd formuliert. Ich will nichts von den Haudegen hören. Ich bin Stadtoberhaupt und kein lausiger General. Aber das trifft den Kern der Sache tatsächlich, auch wenn die Worte nicht sehr gut gewählt sind. Ich möchte als Oberhaupt einer zivilen Stadt mich nicht in Militärangelegenheiten einmischen. Es wird hier nirgendwo gesagt und wir haben bisher davon auch nichts gelesen. Aber Militär hat ihre eigene Polizei und das ist sehr gut und richtig so. Okay, also gehen wir davon aus. Aber das ist natürlich, ich kann das jetzt nicht belegen, aber für mich ist es so, ich will von Militärsachen nichts hören. Ich bin Stadtoberhaupt und kein lausiger General ist, gefällt mir als Antwort.
Also vom Grundsatz her ist das halt nicht die Art, wie ich antworten würde. Deswegen habe ich kein gefällt mir nicht irgendwie dazu. Allerdings verstehe ich auch diesen Ansatz zu sagen, dass die jungen Soldatinnen, Soldaten, es gibt ja keine Frauen, dass die jungen Soldaten sich benehmen und nicht marodierend durch die Stadt ziehen, ist nicht Aufgabe der Stadt, sondern ist Aufgabe der Vorgesetzten im Militär. Und ich habe bisher außer von Chester jetzt noch nichts davon gehört, dass wir ein Problem mit trinkenden Soldaten im Stadtgebiet haben. Dann haben wir, glaube ich, eine Entscheidung. Ja, ich möchte ihm keine Mittel geben. Also, selbst wenn ich ihm ein klein wenig Mittel gebe und Posten aufstelle, wird er die missbrauchen. Er hat schon gesagt, er hat nicht wirklich, er kann frei handeln. Damit ist er aufgetreten. Er hat auf dicke Buchse gemacht. Also, wir wissen nicht, ob es missbrauchen wird. Also, Das stimmt. So, allerdings finde ich, dass schon alleine die Herangehensweise zu sagen, ey Leute, das ist Aufgabe des Militärs, so bestechend ist, dass ich mir über 1 und 2 eigentlich nicht mehr wirklich Gedanken machen muss. Ja. Also. Also, im Zweifelsfall müssen wir das dann mit den Kommandierenden klären, was denn ihre Soldaten da so treiben. Und das dann Aufgabe der Polizei, so above our pay grade. Ja. Also, nichts ausgeben. Sie haben Chesters Plan ignoriert. Es ist unbestreitbar, dass für die Soldaten deren Offiziere verantwortlich sein sollen. Aber die Einwohner der Stadt waren aus irgendwelchen Gründen mit ihrer klaren Logik unzufrieden. Ah. Okay. Ja, aber mit Logik kann auch nicht jeder was anfangen. Ja. So, wir haben jetzt... Wir haben 2000 ausgegeben und jetzt sind wir wieder hier mit den... Wir haben noch 19.000. Ich würde die 2000 jetzt immer noch ausgeben wollen, weil dem möchte ich tatsächlich einmal nachgehen. Und selbst wenn wir sie in den Sand setzen, ist nicht gesagt, dass wir sie in den Sand... ist nicht gesagt, dass wir sie in den Sand setzen. Also wir haben jetzt schon erste Ideen gehabt, woran das liegen könnte. Ja. Und jetzt würde es mich tatsächlich auch einfach interessieren. Lass uns das Geld ausgeben. Alles klar. Zack, boom. Auf Ihre Initiative wird eine Kommission zusammengestellt, die die Qualität der an die Bevölkerung ausgelieferten Lebensmittel überprüft. Na super. Lass uns eine Arbeitsgruppe gründen. Ja. Alles klar. Wir sind durch. Oh, jetzt müssen wir uns um was kümmern. Ja. Die Wiedervorlage. Wir haben einen Brief von unserem lieben Freund Paul Traube. Mit 4 Verdächtigen. Mit einem nervösen Beamten. Mit einem Künstler aus dem Depot. Mit einem Soziologen und Autofahrer. Und mit einem Major und Wochenendhausbesitzer. Übrigens hat mein Bauch jetzt auch direkt bei einem Namen reagiert. Und zwar? Hat sich bei dir was geändert? Nee, ich bin jetzt gerade komplett entleert. Sag es mir vielleicht noch nicht und wir gucken uns nur jeden Einzelnen nochmal an. Mhm. Für meinen Kopf. Also, Albert Worcester, Leiter des Kommunalen Dienstes im Basarbezirk, 43, Junggeselle. Nervöser Charakter, hat vor einem Jahr eine junge Sekretärin eine Ohrfeige verpasst, die begann zu weinen und wollte sich beschweren, aber die Sache wurde vertuscht. Geboren irgendwo im Süden, findet man nicht so raus, aber seine Aussprache verrät ihn. Während des letzten Jahres ist er 2-mal in eine Überprüfung der politischen Abteilung geraten. Warum? Vermuten die etwas? Dann Etienne Lebrun,
Vorsteher des Stadtbahndepots. Es scheint, dass er die er ist genauso alt wie Worcester und Überraschung, sein Freund. Klar ist, dass er nicht in Eisen 1 geboren wurde, wegen seinem Namen, nehme ich mal an. In seiner freien Zeit malt er irgendwas. Zu einer bestimmten Zeit hatte er Verbindungen mit dem Kreis um den berühmten Künstler Till Runge, geriet aber zu irgendeinem Zeitpunkt unvermittelt mit allen in Streit. Es ist komisch, einen Menschen mit seinen Ansichten und Hobbys im Depot zu sehen, noch dazu in der Rolle eines Bürokraten. Protektion. Er wohnt mit seiner älteren Schwester, diese ist vor kurzem verstorben und hinterließ Etienne die Wohnung. Otto Kinski, studierter Soziologe an der Universität, kam durch die Verteilung nach Eisen 1 und blieb für 17 Jahre hier hängen. Gegenwärtig unterrichtet er an einer technischen Fachhochschule oder Fachschule. Die Studenten mögen Kinski, er verlangt fast nichts von ihnen und lässt fast alle bestehen. Er ist doch kein kompletter Schlamper. Einmal pro Woche leitet er eine Gruppe, so etwas wie eine Schauspielgruppe. Von Skandalen mit Studenten, die man erwarten könnte, habe ich nichts gehört. Dafür gibt es Gerüchte über irgendeinen unschönen Verkehrsunfall, bei dem jemand verletzt wurde. Ein Dozent im Auto sieht man selten. Woher? Und Andrew Tackleberry, Soldat Major, sein Alter kann man sich vorstellen, versetzt aus der Hauptstadtgarnison, warum ist unklar, ist für die Lager des 2. motorisierten Schützendivision zuständig. Es gibt Gerede, dass er einmal von Winter's Day selbst auf die Nase bekommen hat, weil er Armeefahrzeuge für persönliche Zwecke genutzt hat. Ein schlechtes Zeichen. Erinnert sie an den Fall Preston? Wohnt in der Garnison, geschieden, die Kinder sind bei der Frau, die Freizeit verbringt er im Wochenendhaus, das er selbst gebaut haben soll. Ich habe alles jetzt nochmal gelesen und auf mich wirken lassen. Und ich bin wieder unentschlossen. Möchtest du mir sagen, welchen Verdacht du hast oder wie es dir geht? Kann ich gerne machen. Aber eigentlich ist es für mich fast einfacher, auf Horsti im Chat zu verweisen, der gesagt hat, er ist für Kinski, Kinski verteilt die Drogen unter den Studis, so als Vorschlag. Und als du es gerade nochmal so vorgelesen hast, habe ich auch gedacht, ich glaube, der ist es. Also ich bin auch bei Otto Kinski gelandet. Einerseits natürlich die Frage, woher hat er das Auto, wenn Öl so ein knappes Gut ist? Ja. Die Frage könnte man sich bei Andrew Tackleberry mit dem Wochenendhaus auch stellen. Aber da würde ich sagen, der ist Major, der wird schon irgendwie Geld verdienen. Die Kinder sind bei der Frau. Warum soll er nicht in seinem Wochenendhaus wohnen? Und bei den anderen beiden, die fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Ich finde, Otto Kinski hatte... Woher hatte das Geld? Und er macht irgendwas mit diesen Studenten einmal pro Woche in der Gruppe. Kann eine Schauspielgruppe sein, aber so richtig überzeugend fand ich das jetzt nicht. Okay, dann habe ich eine Gegenrede für Horsti und auch für dich. Gerne. Wir suchen den Drahtzieher der Drogenoperation und herausgefunden hat das Traube, indem er mit jemandem gesprochen hat. Hier, ich gehe nochmal in den Dings. Er hat diesen einen aufgesucht, der schon mal im Knast saß. Wir suchen die oberste Ebene, die hinter der Drogenoperation steckt. Kinski ist so ein Hinweis, also ja, er kann das direkt mit den Studenten machen, aber er muss das nicht. Wir suchen das Oberhaupt. Der ist nicht da und verteilt die Drogen direkt an die Studierenden, sondern wir suchen jemanden, der schon eine feste Struktur aufgebaut hat. Naja, die Studierenden könnten ja seine Struktur sein. Aber im Brief haben wir ja, ich will nochmal, dieses Mal hatte ich Glück, der Sohn des Verkäufers aus der Fleischabteilung, ein blond gelockter Hühner mit leerem Blick, brachte mich mit dem entsprechenden Menschen zusammen. Als wir uns trafen, hat mich fast der Schlag getroffen. Ich konnte mich gut an ihn erinnern. Eric Rayon, ein früherer Mitarbeiter des Eisernen Boten, ein windiger Typ, aber kein schlechter Journalist, was am meisten erschreckte. Wenn er mich erkannt hätte, hätte ich bestenfalls alles von vorne beginnen müssen. So, ja, genau. Und dann kam er auf eine Spur zur nächsthöheren Ebene. Erwischt, Fredinato. Natürlich, Bilder im Kopf.
Renator merkt gerade an, genau, Romy, die Studenten verteilen die Drogen. Ja, du hast natürlich völlig recht. Das war weder gut, noch richtig, noch besonders nett. Ja, wenn also... Eine Gruppe Rentner, aber wenn es eine Gruppe Rentner gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, auch gesagt. Nur zu meiner Verteidigung an der Stelle. Nee, es ist, glaube ich, mit den Studierenden und so... Ist dir zu einfach? Es ist mir ein Stück zu einfach. Weil das Einzige, was wir festmachen können, ist, bei Otto Kinski, es ist verlockend mit den Studierenden. Er verlangt fast nichts von ihnen, lässt fast alle bestehen. Er ist kein kompletter Schlamper. Einmal pro Woche leitet er eine Gruppe, so etwas wie eine Schauspielgruppe. Keine Skandale mit den Studierenden. Es gab Gerüchte von irgendeinem Verkehrsunfall, bei dem jemand verletzt wurde. Ein Dozent im Auto sieht man selten. Woher hat er das? So, es wird hier herumgeraunt. Von Herrn Traube natürlich. Ich denke jetzt einfach so, also erst seit 17 Jahren ist er in Eisen 1. Das heißt, er kann alle möglichen Verbindungen in irgendeiner Form ziehen. Aber er kann auch alle möglichen Verbindungen ziehen und ein gutes Leben haben, indem er das mit dem Auto hat. Und er kann sich darum bemüht haben, dass dieser Verkehrsunfall wieder unter den Tisch gefallen ist. Was ich denke, ist halt einfach, wir haben hier einen Vorsteher von einem Straßenbahndepot. Er malt also er hat Verbindungen zu interessanten Kreisen, da gab es irgendwelche Vorfälle. Er ist auf der einen Seite Bürokrat und auf der anderen Seite geöffnet zu anderen Ideen. Also tatsächlich ist durch dieses nochmalige Vorlesen Etienne Lebrun wieder ins Blickfeld geraten und Andrew Tackleberry. Nämlich, er ist für die Lager des 2. motorisierten Schützendivision zuständig. Er hat auf die Nase bekommen, entweder bildlich gesprochen oder tatsächlich, weil er schon mal Armeefahrzeuge für persönliche Zwecke missbraucht hat. Und Freizeit verbringt er im Wochenendhaus, das er selbst gebaut haben soll. Er zieht sich zurück in ein Basislager, aus dem er seine Operation leitet und man weiß nicht, woher er die Kohle dafür hat. Ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen Etienne Lebrun und Andrew Tackleberry, weil mir das mit Otto Kinski zu einfach ist. Ich will deinen Würfel. Aber Reflexionsmoment. Ja. Wir haben, als wir letzte Woche gespielt haben, gab es irgendwann den Moment, wo die Frage im Raum stand, führt uns dieses Spiel irgendwie in so einen Fuchsbau rein? Und ich habe den Eindruck, dass das Spiel uns hier wieder in einen Fuchsbau reinführt. Ja. Denn es gibt für oder gegen keinen der vier wirklich gute Argumente. Man kann bei jedem dieser Personen irgendwas finden. Man kann aber, je länger man sich darüber unterhält, bei jedem auch was finden, was dagegen spricht. Ja. Insofern verführt uns dieses Spiel auch dazu, zu sagen, ach so, what, jetzt komm, jetzt lass uns irgendwen nehmen und lasst uns den überprüfen und gut ist. Ja. Und ich befürchte, dass wir auch gar nicht anders reagieren werden können. Weil das Spiel das nicht möchte, dass wir mehr Informationen haben, sonst würden sie uns mehr Informationen geben. Ja, was soll ich jetzt mit diesem Würfel anstellen? Liebe Romy, hast du einen Plan? Ja. Sag ihn mir. Würfe ihn mal. Wir gucken, was rauskommt. Und dann sagen du und ich entweder ja oder nein. Und wenn ja, dann schicken wir die Person. Dann lassen wir die Person überprüfen. Okay. Ich habe eine 4 gewürfelt. Andrew Tackleberry. Ja. Ja. Okay. Nehmen wir den jetzt einfach. Ja, das ist so das Ding mit dem Lager. Und das kann ich
Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Okay. Und ich glaube, es ist eh egal. Oh. Sie meinten, dass Tackleberry der passende Kandidat für die Rolle der Führungskraft in dem kriminellen Netzwerk ist. Obwohl er tatsächlich in irgendwelche Korruptionsschemata verwickelt ist, konnten keinerlei Beweise für seine Beteiligung am Drogenhandel gefunden werden. Nun wird Tackleberry wahrscheinlich in eine noch abgelegene Garnison versetzt. In der Zwischenzeit leiden immer mehr Einwohner von Eisen 1 unter Drogenabhängigkeit. Von Traube gingen keine weiteren Briefe ein. Sie haben beschlossen, durch die AES etwas über sein Schicksal zu erfahren. Ein paar Tage später wurde ihnen eine dienstliche Mitteilung folgenden Inhalts zugestellt. Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der Kommunade Paul Richard Traube, geboren 1923, an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben ist. Der Fahrer ist vom Tatort geflüchtet. Gegenwärtig wird eine Überprüfung durchgeführt. Major Clemens Campbell. Meine erste Reaktion ist übrigens, dass das kein Verkehrsunfall, sondern ein Mord war. Was nicht sein muss, aber es ist meine erste instinktive Reaktion, dass er aus dem Weg geräumt werden muss. Von Otto Kinski. Möglich. Möglich von Otto Kinski. Vielleicht auch von Etienne Lebruns Großtante. Ja. Wir sind durch. Ich frage mich, ob wir uns hier wirklich hätten irgendwo gut entscheiden oder richtig entscheiden können. Oder ob uns jede dieser vier Optionen auf so eine Spur gebracht hätte und Paul Traube so oder so gestorben wäre. Wir werden es nie herausfinden, es lebe der Konjunktiv. Ja, unser Tag ist vorbei. Wir haben es geschafft. Was ein Arbeitstag. Ja. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!